Yo Kinder, willkommen. Heute Purple Pyre von jemandem, der auf dem 10. Platz ist in diesem Contest. Also die Erwartungen sind hoch. Und das Level hat einen Secret Exit. Also haben wir doch einiges hier zu erledigen wahrscheinlich. So, hier haben wir Boden. Gnädigerweise, na toll. Das war's mit meinem Großsein. Und das ganze Level ist in lila gehalten. So, was ist das für eine Musik? Klingt sehr faszinierend auf jeden Fall. Yeah. Ich habe die Yoshi-Coin bekommen, aber kein Soundeffekt kam dabei raus, weil ich gleichzeitig irgendwie auf den Koopa gesprungen bin. Ah, hier haben wir nochmal gnädigerweise Boden. Alles nur, weil ich den grünen Switch schon habe. Ich glaube, ich habe zwei von... Ja, es gibt immer vier, aber ich glaube, ich habe zwei bis jetzt. Ich glaube, blau und gelb fehlen mir. Was, gelb? Ich weiß gar nicht. Boah, der hier steht ja voll im Weg. Aber gut. Kriegen wir hin? Oh, fuck. Ja. Sag ich und sterbe dann. Wow. Wow, wie gemein, ey. Diese Plattform hat... Rewind, Rewind und dann bin ich wieder hier. Die Plattform hat mir echt alles kaputt gemacht. So, hier kriege ich noch einen neuen Pilz, aber nö, ich habe jetzt keinen Bock, den einzusammeln, denke ich mir so. Aber macht ja nichts, hier werde ich auch wieder groß. Durch den Checkpoint. Wow, oh, das ist ein Abfuck-Party gerade. Jo. Oh, dankeschön. Das brauche ich auch, weil ich werde in den nächsten paar Sekunden noch wieder getroffen werden sein. Gehen wir mal hier so ein bisschen lang. Hier bin ich ein bisschen sicher. Aber ich könnte auch das hier machen. Und mir damit ein paar Capes holen. Yeah. Geil, ne? Damit hat keiner gerechnet. Schon euch der Typ, der das Level gemacht hat. Ach, Mist. Okay, okay. Nutze es einfach mal aus, dass diese Plattformen da sind. Ah, oh Gott. Ich wurde nicht erwischt. Jetzt muss ich bestimmt irgendwie da hoch, oder? Warte, das kriege ich hin. Oh Gott, yeah. Jetzt schwimmen wir. Okay, haben die 5. Yoshi-Coin. Hier gibt es noch ein Cape dazu. Aber kein Secret-Exit. Vielleicht ist es da oben. Nein. Mist. Ist doof, da ich jetzt im Ziel bin, weil das Secret Exit habe ich nicht. Jetzt muss ich mal suchen. Wo könnte hier irgendwie sowas sein? Ich hätte jetzt gar keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Da oben nicht. Da oben nicht. Oh, Mann, 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 Mann. Das ist ja eine miese Suche jetzt. Aber... Scheiße. Ja, wir machen es irgendwie. Ich hätte jetzt auch nicht die leiseste Ahnung, wo ich jetzt suchen könnte. Kann ich nicht machen, dass diese Plattformen nach links gehen? Nee. Oder ist da oben so unsichtbar? Nee, auch nicht. Sehr eigenartig. Jetzt habe ich es mir ein bisschen versaut, aber ist jetzt auch egal. Ich habe es geschafft, alle Yoshi-Coins zu sammeln, aber nicht das Secret Exit zu erwischen. Schade darum. Moment. Also bis jetzt mache ich ja auch nichts anders gerade als eben, ne? Leben, wow. Münzen hier. Hm. Oder hat das damit zu tun, dass da oben so ein Schatten ist, aber ich denke nicht, dass das irgendeine Bedeutung hat, weil ich wüsste auch nicht, ich könnte auch gar nicht reinkommen. Oder hier vielleicht irgendwas. Hm, ne. Schade. Ja, leider bin ich gerade so ein bisschen ratlos. Nur die eine Röhre funktioniert. Dann ist meine Hoffnung, dass es irgendwas hier mit zu tun hat. Also, Entschuldigung.
Also in diesem Bereich hier meine ich. Was natürlich viel unangenehmer zu spielen ist. Wegen diesem großen Penner da oben. So, gucken wir aber trotzdem mal irgendwie. Jo. Boah, ist der Typ ekelhaft. Moment, ich mach wieder meinen alten Trick wie eben. Mich erstmal damit versorgen. In der Vollblume will ich jetzt nicht. Oder fliege ich da hoch jetzt? Ne, da ist ja gar nichts. Moment. Ist wirklich gar nichts so, weil... Ne, ne? Okay, dann nicht. Boah, das ist auch eine Stelle, ey. Ja, und dann kommt der natürlich genau... Irgendwas muss immer kommen, mich aufzuhalten. Oh, ficken, Alter. Komm schon. Diese Geister kann man natürlich auch gar nicht töten. Also besonders den hier oben mit dem lustigen Feuer. Warte mal. Ich will nur gucken, ob da links was ist, aber sieht echt nach gar nichts so wirklich irgendwas aus. Boah, was könnte denn hier... Also das Secret-mäßigste, was es hier gibt, ist ja echt diese Röhre, ne? Aber... ist echt nur das hier. Oder sonst irgendwelche Hinweise? Ich könnte versuchen, nochmal hier hochzugehen, aber... ne, nix. Aber eine andere Idee ist es nicht wirklich. Geh mal zurück. Jetzt ist er ja nicht mehr hier. Ist jetzt meine Theorie, ob das jetzt was anderes ist. Also immer noch das, nur das nachgebaute... Also, soll ich das sagen? Dass es nicht wirklich gleich ist, nur halt gleich aussieht hier und vielleicht irgendwo hier dann ein Secret ist, wenn ich zurücklaufe, weil ich jetzt eben in der Röhre drin war. Glaube ich jetzt nicht so hart dran, aber weiß. Ich muss es ausprobieren, um es genau wissen zu können. Ich meine, das auch alles exakt gleich. Ne, hier kommt er wieder. Mist, Moment. Ach komm, mach doch. Das da oben was. Moment, ich glaube. Ne, das ist so komisches Holz oder so. Warte mal, ein schlechter Safe-Set, weil. Rewind, rewind. Ich will jetzt zurück zum Anfang. Ich weiß eigentlich schon fast genau, dass da nichts ist. Aber ich muss es ausprobieren. Ne, nix. Kacke, ne? Okay, ich gebe das mal. Was ist denn hier? Wo könnte hier denn irgendwas versteckt sein? Ich meine, das ist so ein Level, wo nichts versteckt sein könnte einfach. Wisst ihr, wo ich hier nicht mehr die Chance habe zu suchen? Ich gehe jetzt nochmal hier rein. Das wird immer das hier sein. Nichts anderes. Ich kann nicht durch die Wände oder so. Moment, ich gehe jetzt echt noch einmal da rein. Nur um diese Wände zu scrollen, aber nichts versteckt. Gar nichts. Oh. Da, oh, fuck, Alter. Da ist tatsächlich was gewesen, ey. Das habe ich jetzt echt nur durch so einen Zufall rausbekommen. Schlüsselloch. Jo. Als hätte ich... Ganz ehrlich, das habe ich jetzt überhaupt nicht gewollt. Der fliegt ja einfach wie so ein Verrückter los. Fragezeichen. Komm, gib mir einfach den Schlüssel und gut ist. Okay, also... Grundvoraussetzung für die Secret Exit ist, naja, dass man einen grünen Switch hat. Das finde ich nicht so gut eigentlich, wenn ich ehrlich bin, weil... da man die Levels ja alle in durcheinander Reihenfolge macht, kann das auch sein, dass ich hier bin, ohne den grünen Switch, Switch zu haben. Das gleiche gilt auch zum Beispiel für... Wo war das? Hier. Gibt es ja zwei Levels, wo ich noch kein Secret Exit habe. Ich weiß immer noch nicht, wie ich die kriege, aber bei einem zum Beispiel weiß ich Folgendes. Guck, ich kann euch sagen... Das habe ich nämlich gesehen. Ja, warte, jetzt ist der Moment schon weg gewesen. Achtet mal jetzt auf rechts. Seht ihr, da fällt ein Trampolin da. Und das ist dieses blaue Switch, der ich noch nicht habe. Da, zum Beispiel brauche ich hier bestimmt... Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie das Level war. Ich glaube auch, dass es eigentlich nichts Verstecktes gab normalerweise, aber... Hier, der Switch... Der Trampolinblock hier wird mich wohl zum Secret Exit führen. Also, werde ich damit noch warten müssen. Und in dem Level hier, das Matrix-Level, da war ich jetzt auch noch nicht. Muss ich, also die werde ich immer noch irgendwann machen. So, warte, was haben wir jetzt gemacht? Das hatten wir... Das hatten wir. Dann waren wir hier. Ach, jetzt sind wir hier, weil hier bin ich ja durch. Genau. So, jetzt kommt diese Bergwelt. Mit schicker Musik. Mushroom Skies von Nick 129.
geile Mucke. Da oben haben wir schon mal eine Yoshi-Münze, aber komme ich jetzt irgendwie nicht ran, aber ich will auch gar nicht ran. Oh Mann, die Musik gefällt mir, ich weiß gar nicht mal wieder, wo die her ist. Sie klingt nach Kirby, aber bekannt kommt die mir jetzt gar nicht vor. Boah, wie ich ihn nicht einmal treffe, ne? Okay. Und hier vielleicht. Wow, was ist los? Okay. Das kommt schon mal. Man macht ein Safe-Set und dann hängt sich das Spiel ganz kurz auf. Weiß auch nicht warum. Aber macht ja nichts. Habe ich jetzt irgendwas übersprungen vom Level? Kann sein, keine Ahnung. Gib mal her, die Vollblume. Weil ich die andere bestimmt gleich noch verliere. Gut, wozu sammle ich jetzt die, wenn ich eh schon die erste verpasst habe? Yo. Okay, Geld kann ja immer bestimmt gut gebrauchen, ne? Ups, aus Versehen noch eine gesammelt. Also es klingt nach Kirby, aber ich kenne diesen Track jetzt nicht. Aber egal, wir haben das Level durch. So, weiter. Nächstes Level ohne Secret Exit und wir sind auf dem Weg zum gelben Switch. 15. Platz, also. Ich habe jetzt auch nicht gesehen, wie das Level heißt. Ich habe jetzt nur 15. Platz irgendwie gesehen. Also sind die Erwartungen mal wieder hoch. Okay. Der mich voll verarscht. Der kam aus dem. Ey, die kommen ja überall raus, einfach. Wo die gerade Bock haben. Und die Block. Hier. Ja, dann fällt man natürlich auch durch die Brücke durch. Oh, wie gemein ist das denn? Wie soll ich denn die dann bekommen, die Yoshi-Münze? Keine Ahnung. Boah, ist das fies. Scheiß Maulwurf. Das sind sowieso eine meiner meistgasten Gegner. Hier machen die jetzt nochmal so richtig so eine miese Nummer. Boah, ey. Scheiße, aber ja, nee. Das ist echt gemein. Woher hätte ich denn das wissen sollen oder richtig machen sollen? Von vornherein, guck mal, selbst obwohl ich es weiß, habe ich ja schon voll die Probleme. Es war schon fast klar, dass es passiert. Mancher, oh Gott. Wird doch nicht mal. Warte mal, mein Check. Okay, kein Checkpoint. Kein Ersatzpilz hier irgendwie, weil gelber Switch nicht gemacht ist. Boah, wie asozial. Hier kann man gar nichts vertrauen. Okay. Fester Boden, oh. Oh, der echte Check. Ach, da hätte man den auch eben gar nicht kriegen können, theoretisch, den Checkpoint. Aber guck mal, ich jetzt hab. So, bis ich den verliere, hab ich Spaß, okay. Ich habe nichts gesagt. Ja, hier werden auch bestimmt ein paar rauskommen. Ah, ne, sowas passiert. Und es kommen welche raus, also. Ja. Oh Gott. Ja, ich lebe noch. Alles gut. Wow. Okay, sind da oben. Jetzt muss ich, denke ich mal, hier irgendwie unten lang. Ach Mist, ey. Oh, diese Scheißviecher, ey. Ich will die Maulwürfe hasse, ne? Toll, nur weil ich den jetzt nicht hab, den gelben Switch, kann ich jetzt diese Münze nicht haben, oder? Achso, ja, anscheinend wirklich nicht. Das ist gemein. Trabmond, den ich nicht bekomme. Oh, ich hab wohl die vergessen, aber ich bin zu voll, die zu, ja, wegzumachen. Bitte 5 Stars werten. Okay. Jo. Hat's noch gezählt? Was? Okay, ein riesiger Bug. Okay. Ja. Irgendwie hat das Level echt noch am Ende noch einen riesigen bleibenden Schaden veranstaltet. Also die Level-Idee war echt gut. Die Umsetzung war natürlich auch gut. Aber es war sehr frustrierend, weil es einfach diese Maulwürfe sind. Gut, aber war ein gutes Level auf jeden Fall. Was ich nicht so gut fand, ist, dass man so ein bisschen so. Ja, wenn man schon Sachen machen will, auf den gelben Switch angewiesen ist, obwohl er erst danach kommt, also zwei Levels so danach, direkt davor, ne, das ist blöd, weil da müsste man theoretisch erst hier hin und dann das Level, das ist ja blöd, wenn man das so nach Reihenfolge spielen will. Aber was soll's, gut, dann haben wir hier noch ein Pistachio Cliffs 3, es gibt nicht nur Pistachio Cliffs 1 und 2, aber egal, für den nächsten Part und dann den gelben Switch und dann geht's hier so ein bisschen weiter, nur mal kurz zu zeigen, so, ne, hier kommen einige Levels, also, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.